Es gibt ja immer wieder so Leute, die sagen, wenn du Wut hast, dann stimmt mit dir was nicht und dann musst du dich noch besser beherrschen und so. Hey, so ein Bullshit. Das ist Selbstunterdrückung und das ist keine Selbstliebe. Das ist Bewertung. Aber in Wahrheit ist das, was da ist, immer für dich. Und wenn du es noch, wenn du Angst hast, wenn du es bewertest, wenn du es einfach nicht anschaust, dann kommst du in eine Depression. Und wenn dir dann noch jemand sagt, dass das nicht okay ist und dass du jetzt in der Depression bist und für immer da bleibst, dann kommst du in die AU. Und dann bist du eingefroren in deinem Entwicklungszustand, in dem du bist und kommst nicht zu dir selbst. Das tut weh. Das ist der Schmerz, den so viele Menschen da draußen sehen und die ich auch sehe bei den ganzen Patienten, wo es einfach nicht verstanden wird, dass das einfach nur der Aufruf ist, hinzuschauen, was du in Wahrheit willst und nicht das zu machen, was du denkst, was andere Leute von dir wollen oder das System oder wie auch immer.